Frauen, die eine BRCA-Mutation tragen, müssen viele Entscheidungen hinsichtlich risikoreduzierender Maßnahmen treffen. Fundierte Entscheidungen können nur dann getroffen werden, wenn diese Risiken bestmöglich verstanden werden. Im klinischen Kontext sind vor allem Lebenszeitrisiken, aber auch altersspezifische Risiken wichtig. Das Ziel unserer Studie war es, herauszufinden, inwieweit die subjektive Risikoeinschätzung von Frauen mit den objektiven Risiken übereinstimmt. Wir konnten feststellen, dass bis zu ein Viertel der Frauen das Risiko, in den nächsten 10 Jahren an Brustkrebs zu erkranken, unterschätzen, wohingegen 52% der Befragten das Risiko überschätzen. Hinsichtlich Eierstockkrebs ist es so, dass bis zu 56% der Frauen das Risiko einer Erkrankung in den nächsten 10 Jahren überschätzen. Man muss also konstatieren, dass Mutationsträgerinnen aktuell ihr tatsächliches Risiko nicht korrekt einschätzen können. Das wiederum spielt den Ball zu uns zurück. Unsere Aufgabe in den nächsten Jahren muss es sein, die Risikowahrnehmung von Mutationsträgerinnen weiter zu überprüfen und auch zu korrigieren. Helfen könnten uns dabei digitale Beratungstools, wie wir sie in unserer Studie iKnow, die jetzt startet, entwickeln wollen. Wir freuen uns, unsere Ergebnisse auf dem Deutschen Krebskongress vorstellen zu können und mit Experten zu diskutieren.